An diesem Black Friday können Sie aus der ganzen Union strömen an diesem Tag. Händler nennen diesen Tag ihren Super Bowl. 140 Millionen. Über 9000 Geschäfte in der wechseln ab Freitag Waren für viele Millionen Dollar Geschäften erwartet werden. Die Grippesaison so früh wie noch nie. Sie hat bereits begonnen. Scheint es sich um eine unbekannte Art der Grippe zu handeln. Ebenfalls eine Tatsache, die selbst Experten unvorbereitet trifft. Will nicht spekulieren, aber solche... Zurück zu den Nachrichten. Meldet als erstes Blatt einen bisher unbestätigten... Haben reichlich für den Fall eines Pockenausbruchs trainiert. Die Nationalgarde, die sich bei... Keine Züge, die Brücken sind gesperrt. Hier die ist Kriegsgebiet. Die Pocken sind eine echte Mehr Gefahr. Mehr Tote als durch AIDS oder Ebola. Dass es nicht genügend Impfstoff da gibt, um alle... unterbrechen. Steht kein Grund, in Panik zu verfallen. Eine komplette amerikanische Stadt. Inzwischen das grüne Gift genannt, wurde der Central Park in ein Massenbrand. Meldungen von Stromausfällen, Gaslecks und Bränden. Die Regierung scheint keinerlei Ressourcen. Eine weitere Nacht im Zeichen von Plünderung. Die Einwohner von New York bitten eindringlich. Alle verfügbaren Einheiten. Brand an der Ecke Houston und Mehrheit unserer Ersthelfer ist entweder tot. Keinerlei Ressourcen mehr. Die behandeln uns wie Tiere. Nicht unser Job, dafür sind wir nicht aus. Als wir aktiviert wurden, wussten wir, dass die Lage schlimm ist. Weit schlimmer als bekannt. Wir sind hochtrainierte, eingebettete Elite-Agenten. Wir werden gerufen, wenn alles andere versagt. Wir haben keine Regeln und keine Grenzen. Unser Job ist, die Reste zu schützen. Wir sind Ihre Kollegen. Wir sind Ihre Nachbarn. Wir könnten auch Ihre Freunde sein. Aber werden wir gerufen? Lassen wir sofort alles zurück. Wir sind The Division. Ja, wir sind die Division und damit begrüße ich euch zu einem neuen Let's Play von mir, dem Devoke, und ich habe heute den Stengert, Jojo, dabei, beziehungsweise umgekehrt, ich habe den Devoke dabei. Ja, das erklären wir dann gleich nochmal. Ja, wir machen quasi eine Art Double Feature, und zwar laden wir einmal aus meiner Sicht hoch für den Forever Gaming Kids Kanal. Und Andreas hat jetzt unter Devoke, was auch sein Spielername ist, seinen eigenen Kanal gestartet. Genau, und da wird das dann aus meiner Sicht natürlich kommen. Ja, und ja, wie man sieht, wir spielen The Division, wir sind The Division und ja, nach diesem fulminanten Start sind wir in der Charaktererstellung. Und wo ich sagen muss, die ist... Ja, also für ein Spiel dieser Größe, muss man sagen, ist es ziemlich bescheiden, was man hier an Einstellungsmöglichkeiten hat. Vor allem bei den Frauen. Ja, die Frauen, die sind wirklich so dermaßen hässlich, selbst wenn der Virus wirklich alles dahin raffen würde, dass man mit so einer Frau alleine auf dem Planeten wäre, würde man eher noch zu seiner Hand greifen. Ja, wobei, die ist gar nicht so... Oh, stimmt. Wäre da jetzt nicht dieser Pickel auf der Backe. Ihr könnt die jetzt aus meiner Sicht nicht sehen, aber ich werde sie gleich nochmal begutachten. Also, wenn wir denn zusammen im Spiel sind. Ich spiele eine Frau heute mal. Schön. Der Andreas hat sich für, oder entscheidet sich für eine Dame. Ja, es ist nicht das erste Mal, dass wir spielen, muss man sagen. Wir haben es vorher ziemlich verkackt. Wir hatten schon Aufnahmen für euch gemacht, die aber... gnadenlos in die Hose gegangen. Ja, die nichts geworden sind. Und haben uns deswegen entschieden, alles nochmal für euch aufzunehmen. Was aber auch den Vorteil mit sich bringt, dass wir euch viel besser die Sachen so näher bringen können, erklären können. Hoffen wir. Hoffen wir, weil wir halt schon einiges gesehen haben und, ja, ich sage mal, Tipps geben können, wie man vielleicht gut in das Spiel einsteigen kann. Das definitiv. Oder worauf also man achten sollte. Da ist ein bisschen auf was vorbereitet. Oh, die hat auch so schöne Sternchen. Aber ich will die Sternchen von meinem anderen Charakter wieder haben.
die passen zu mir. Die Charaktererstellung ist eigentlich dann relativ fix gemacht, besonders wenn es nicht das erste Mal ist, dass man sie macht. Aber wie gesagt, es ist für ein Spiel dieser Größe, gibt sehr wenig Auswahlmöglichkeiten nur, was ziemlich schade ist, da wenn man auf andere Charaktere trifft, da sie sich doch sehr ähneln. Aber okay, es ist verschmerzbar. Ich finde es auch zum Beispiel, Brille und Piercing, gut. Das Piercing möchte ich ja, Nasenring. So, mein Charakter wäre soweit. Schickes Kerlchen. Ja, meiner ist auch fertig. Ich aktiviere den Agent, die Vogue 87. Und ich den Kontrollverlust. Intelligent System Analytic Computer aktiviert. Alle ISAC-Systeme sind online. Ja, da können wir uns auch direkt schon bewegen. Gehen Sie für den Waffencheck an der markierten Stelle in Deckung. Waffentest initialisiert. Eröffnen Sie das Feuer auf die hervorgehobenen Ziele. Ja, wir werden direkt ins Spiel geworfen. Primärwaffentest erfolgreich. Ja, ist halt jetzt quasi ein bisschen die Bewegung. Waffentest hier initialisiert. Genau, eröffnen Sie das Feuer auf die hervorgehobenen Ziele. Das Tutorial quasi. Sekundärwaffentest erfolgreich. Willkommen an Bord, Agent. Ich bin Louis Chang, Division Commander der Nordost-Sektion. Sie wurden aktiviert, weil Brooklyn gefährlich instabil geworden ist. Isaac hat uns über Ihre Fortschritte informiert. Begeben Sie sich zum nächsten Safe House für die Entgegennahme der Gesamtausrüstung. Ja, genau. Auf dem Weg zum Safe House sind wir. Safe House bedeutet im Spiel, es ist ein sicherer Bereich, in dem wir nicht angegriffen werden können, in dem wir auch auf andere Spieler treffen können. Agent, ich habe die Bestätigung, dass Ihre Mitagentin Faye Law hier eingetroffen ist. Melden Sie sich bei ihr, wenn Sie reinkommen. Das sind auch die einzigen Orte, wo wir auf andere Spieler so direkt treffen können. Außer der Dark Zone. Ja, die Dark Zone ist Aufzeichnungen ausgenommen. Ist dieser Bereich sicher. Deswegen kann ich den Johannes auch noch nicht sehen, weil wir noch gar nicht in eine Gruppe können. Genau, wir sind jetzt noch nicht zusammen in einem Team. Und hier sieht man nun auch andere Charaktere. Ja. Relativ wenig los hier. Gott sei Dank. Ich mach mal direkt die Mission weiter. Wir verlieren das ganze Viertel. Plünderer sind unterwegs. Sehr viele. In unsere Richtung. Gehen Sie dort in Stellung. Da kommt noch ein Nachtzügler. Agentin Fei Lau, Division. Zur selben Zeit aktiviert wie Sie. Wir sind die zweite Welle, die losgeschickt wird. Ich weiß nicht, was aus der ersten Welle wurde, aber so wie es aussieht, gibt es noch jede Menge für uns zu tun. Wir haben nicht viele Infos und wir können uns nicht erlauben zu scheitern. Nicht, wenn Manhattan abgeriegelt ist und Brooklyn auf der Kippe steht. Leute wie ich und Sie sind die Letzten, die noch die Stellung halten. Mit ein bisschen Glück können wir schon mehr sagen, wenn wir uns mit dem Commander treffen. Über die Gesamtsituation, über die, die die Straßen in ein Kriegsgebiet verwandeln, über alles, was uns helfen kann, unsere Arbeit zu tun. Nun entschuldigen Sie mich, Lieutenant. Officer Hazen und sein Team kümmern sich um die Lageberichte. Wenn Sie einen Krisenherd suchen, wenden Sie sich an ihn. Schließen Sie Ihre Aktivierung am Terminal ab, um Ihren Directive 51 Einsatzstatus und Ihre Ausrüstung zu erhalten. Ja, wir wurden jetzt quasi am Anfang instruiert von Fei Lau, die uns auch weiterhin begleiten wird. Genau, und nun gilt es, den Spieler zu aktivieren. SHD-Ausrüstung aktiviert. Gott sei Dank, Sie sind da, Agent. So habe ich Brooklyn noch nie erlebt. Wir halten nur mit Mühe durch. Ich bin Ihr Kontakt für Notfalleinsätze. Ist eine Menge los. Und das lässt nicht nach. Oh Mann, wenn das hier vorbei ist, habe ich kein Haar mehr auf dem Kopf. Ja, wir haben unsere Haare schon auf dem Kopf. Irgendwie wurde das bei mir gar nicht abgespielt, oder? Ich habe es nicht mitbekommen. Das Komische ist, ich musste meinen jetzt auch nicht aktivieren. Ja, das musste ich auch nicht. Normalerweise muss man hier irgendwie an den Laptop noch dran gehen. Ja, aber das hat ziemlich viele Probleme gegeben. Also das haben wir auch gesehen. Also hatten wir auf jeden Fall am Anfang, deswegen konnten wir einmal nicht starten. Ja, wie man jetzt hier sehen kann, bei mir zum Beispiel, ich weiß nicht, ob man bei Johannes auch diese Auffüllbox, da kann man halt immer schön seine Munition vor jeglichen Missionen einmal auffüllen, wenn man in einem Safe House ist. Ja. Das sollte man auch tun, weil dann kriegst du nämlich auch deine ersten Splittergranaten.
Genau, das habe ich jetzt vergessen. Ja, eigentlich könntest du, müsstest du jetzt dann direkt bei mir reinjoinen können. Ja, ich gehe mal eben ins Gruppenmenü. Gruppenverwaltung. Warnung. Verlassen des sicheren Bereichs. Isaac kann Funkübertragungen von den Orten auf der Karte abfangen. So erfahren wir ein bisschen mehr über das, was sie erwartet. Ja, dann warten wir eben auf den Andreas. Ein neuer Agent tritt ihrem Team bei. Und, das dauert jetzt auch irgendwie... Ja, das dauert jetzt ein bisschen. Wir müssen eben dazu sagen, es ist ein bisschen schwierig, wir sitzen beide nebeneinander und die Zwischensequenzen oder wenn etwas erzählt wird in dem Spiel, läuft halt bei uns unterschiedlich ab. Da müssen wir ein bisschen drauf achten. Wir versuchen es natürlich zu timen, es ist ja, aber... es ist nicht einfach, wir versuchen zu timen, das war auch das große Problem, was wir bei unserer allerersten Aufnahme hatten, dass wir da überhaupt noch kein Timing drin hatten. Gut, nun kennen wir das Spiel ein bisschen, können uns ein bisschen darauf einstellen und ja, also wir versuchen so wenig wie möglich zu überquatschen, um euch auch ein gutes Seherlebnis zu bieten. Hörerlebnis. Ja, und Hörerlebnis natürlich. Das Seherlebnis wird trotzdem Ja, stimmt, das Seherlebnis habt ihr ja natürlich trotzdem. Das war jetzt wieder typisch, Jojo, Stengert, Like, Kontrollverlust bezieht sich nicht nur auf so. Spielen. Ich bin gerade in dir gespawnt. Ja, da ist die junge Dame. Also jetzt im Schatten siehst du echt gar nicht so schlecht aus. Gut. Aber ich finde die sogar sehr hübsch. Ja, dann lass uns mal auf den Riss. Gut, wie man den lasse ich mich nicht reiten. Wie man sehen kann, ist die Mission schon aktiviert. Brooklyn wiederherstellen, Nahrungsmittelvorräte wieder beschaffen. Man sieht hier oben auch sofort einen Wegpunktmarkierer, der uns den Weg weist. Ja, dann würde ich doch mal sagen... Gehen wir direkt... Auf geht's! Ja, Regen. Direkt zuerst bis zum... Plünderer haben die wöchentliche Nahrungsmittellieferung aus dem Verteilzentrum in Brooklyn Heights gestohlen, um sie an Hungernde zu verkaufen. Die wollen nur vom Leid der Menschen profitieren. Holen Sie die Vorräte zurück! Ja. Was ist das für eine Uhr? Ich sehe nur einen. Ja. Gut, dann nehmen wir den beide unter Beschuss. 3, 2, 1, ja. So, das war's dann schon mal mit dem. Wie man sieht, liegt hier Loot, der angezeigt wird mit so einem Balken, den man nicht dann auch direkt einsammeln kann. Also sollte man natürlich auch tun. Vermisste Vorratskiste geortet. Loot ist, glaube ich, ja. Das A und O. Das A und O in diesem MMO der etwas anderen Art oder der einer neuen Art. Es ist halt nur auf Echtzeit basierend und halt in Anführungsstrichen realitätsnah. Ja, genau. Was, da kommen wir aber dann später auch noch zu, was in einigen Sachen störend ist, aber in anderen Sachen auch wieder eigentlich ganz gut. Ja, wie man sieht, ist die Grafik wahnsinnig, wahnsinnig gut. Markierte Position in der Nähe. Ach, du schießt schon. Gut, ich habe jetzt den Linken getötet. Bereich gesichert. Gegner neutralisiert. Ja, noch sind die Gegner relativ einfach zu besiegen. Aber auch das wird sich natürlich relativ schnell ändern. Ja. Warnung, Feindkräfte nähern sich. Wie man oben auf dem Radar sieht, wird angezeigt, von wo die Feinde erscheinen, was natürlich auch sehr gut ist. Lässt man oder sieht man sie etwas länger an, werden sie auch markiert, dass man ihre ihre Stärke sieht. Das sind ja Level 1 Gegner. Ja, das ist, wie gesagt, das ist halt das Tutorial, ne? Das willst du erwarten, wenn die da jetzt schon irgendwelche Monsterfähigkeiten hätten. Wo wir das dann mit Kutsche hatten bei unserem zweiten Start, wo wir erstmal ordentlich auf die Fresse gekriegt haben. Ja, wie man sieht, wird auf der Karte auch angezeigt so Räumlichkeiten oder wo man halt hin muss. Ebenso wie Kisten, die man looten kann. So wie hier vorne zum Beispiel. Gehen wir gleich mal bei. Hier wird angezeigt, was drin ist. Man kann das direkt anlegen, wenn es was Besseres ist oder alles plündern. Wir machen das eigentlich so auch wegen dem Spielfluss, dass wir versuchen immer alles erst später auszurüsten und so. Und das Inventar erklären wir auch erst, nachdem wir das Tutorial abgeschlossen haben. Genau. So, hier ist die nächste Markierungsstelle. Vorräte zur Abholung markiert. JTF informiert. So,
Da sieht man jetzt neben meinem Satz abgeschlossen. Gute Arbeit, Agent. Wir bringen das Essen zu den Leuten, die es brauchen. Die verdienten ja. Credits und die verdienten EXP und ich habe auch noch Loot bekommen. Also irgendwie eine. Ja, man muss eben dazu sagen, das war jetzt eine von diesen Nahrungsmittel-Nachschubmissionen oder so. Davon gibt es mehrere im Spiel, die ja, alle nach ähnlichem Schema. Das ist aber gerade unter Nebenmissionen, falls dir das nicht aufgefallen ist. Ja, das weiß ich, aber das ist ja halt nur eine Erklärung, weil wir diese Nebenmissionen jetzt machen müssen. Aber es gibt halt später davon reichlich Missionen, die alle nach dem gleichen Muster ablaufen. Genau. So, jetzt gehen wir einmal in die Karte, weil wir müssen nämlich die nächste Mission markieren. Jetzt sieht man auch hier schön den Stadtteil und wo man hin kann. Ist eigentlich ganz cool gemacht. So, ich würde sagen, die nehmen wir die untere hier. Ja. Agent, diese Plünderer haben eine Kiste Morphin gestohlen. Vermutlich, um sie zu verkaufen. Wir haben Schmerzpatienten, die Medikamente brauchen. Versuchen Sie, die Kiste zu bergen. Naja, ob ich die Sachen abgebe, weiß ich nicht. Ja, echt, also ich glaube, ich stecke mir da erstmal selber was von ein und das ist auch der einzige Grund, warum wir da jetzt helfen. Ja, wir versuchen das so zu machen, dass man die Mission oder dass ihr natürlich über den die Info bekommt, was man in der Mission machen muss. Das ist ein bisschen komplizierter, wenn man mit zwei Leuten spielt, weil Andreas, da ich jetzt gerade Gruppenführer quasi bin, muss das bei sich extra auswählen und mir wird Feindaktivität angezeigt auf dem Radar. Da können wir. Ach, da sind wir. Oh Gott. Ich spiele auch gerade das erste Mal mit. Oh, hier bei mir sieht man jetzt, der hat hier oben so ein Granatensymbol. Ja. Ja, gut, die Granate hat er fallen gelassen, weil ich ihn getroffen habe oder du. Wir rennen da jetzt erstmal durch, weil das finde ich ziemlich cool zu sehen, die verschwommene Sicht. Was sie bewirkt. Ich das auch einmal. Ja, quasi so jedes Wochenende, wo ich nicht am Aufnehmen bin, ne? Hier ist noch ein bisschen Loot bei diesem schönen Fahrradständer mit ein paar Leichen. Warum habe ich denn jetzt eine Schrotflinte ausgerüstet? Hast du dich vielleicht eben verdrückt? Ja, muss wohl. Ja, wie man sieht, New York ist verlassen. Die Grippe hat diese Stadt völlig unvorbereitet heimgesucht. Und aus diesem Grund sind wir zu diesem Einsatz geschickt worden mit allerlei anderen Agenten. Aber wir sind die zweite Welle. Jetzt aus? Die erste Welle ist schon irgendwie, da muss ja was passiert sein. Ja, wie man sieht, war da gerade ein NPC, der auch auf die Umgebung reagiert. Also eigentlich ist das eine sehr stimmige Spielwelt. Das ist kein Spielzeug. Vermisste Vorratskiste geortet. Also ich gehe hier ins Haus. Ja gut, machst du auch. Ja. Hier vorne liegt auch noch ein Rucksack. Es ist übrigens so. Beide Gegnern, dass alle Teammitglieder die Erfahrungspunkte bekommen, egal wer wen abknallt. Das wäre auch für dich sonst fatal. Ja, der beste Schütze bin ich nicht, aber ich bin mal Level und du noch Level 1. Nee, gut, für die Quest gibt es natürlich auch, oder für die Mission gibt es natürlich auch. Erfahrungspunkte habe ich jetzt vergessen. Wie man sieht, funktioniert das Deckungssystem sehr gut. Hier kann man jetzt bei mir auch sehen, ich habe den festgesetzt, dadurch, dass ich die ganze Zeit auf den geschossen habe. So konnte Jojo da jetzt einfach zwei hinlatschen. Ja, genau. Das könnte eigentlich mal außen rumlaufen und den wegballern. Das ist halt auch das Coole an diesem Spielsystem. Gerade wenn man zu zweit spielt oder mit mehreren Leuten, kann man ganz gut Taktiken hier machen. Dass man die Gegner flankieren kann. Ja, schön umlaufen und dann einer beschäftigt die und der andere läuft hinten rum und ballert sich von hinten weg. Vorräte zur Abholung markiert. JTF informiert. Gut, Sparrow 5 hier. Wir nähern uns jetzt Ihrer Position. Und zwar müssen wir den Bereich 1 Minute 20 verteidigen. Warnung, Feindkräfte nähern sich. Vorne. Scheiße, sagt er, ja. Scheiße, Mann. Leg dich nicht mit mir an. Fotze. Die Gegnertypen sind unterschiedlicher Art. Es gibt welche, die auf Entfernung bleiben, aber wie man hier sieht, auch welche, die sehr schnell heranstürmen und die gilt es als erstes auszumerzen, weil die sind sehr gefährlich. Richten sie auch relativ viel Schaden an. Es wäre mal schön, wenn ich mal ein einziges Mal einen Headshot hinkriegen würde, wenn ich das vielleicht auch mal erklären kann. Das hätte uns mehr EP geben,
Wie man jetzt hier sehen konnte, ist er natürlich auch noch abgehauen. Sau. Weil die kriegen nämlich Angst, wenn sie alleine sind. Ja, das finde ich auch sehr gut. Gut gemacht. Wenn die nur Überzahl sind, sind sie dazu geneigt, zu stürmen. Sind es aber wenige, die laufen die auch mal weg. Ja, mehr Entdeckung und hauen auch gerne mal ab. So, das war jetzt ein Headshot. Boah. Man kann natürlich auch schlagen. Funktioniert auch sehr gut. So, und da sieht man jetzt auch, ich habe mir ziemlich viel einstecken müssen gerade, die beiden nicht gesehen habe. Bin dann ordentlich im Bedrängnis und die AP, zumindest der Balken, regeneriert sich. Jetzt sieht man daneben Kopfschuss mal zwei. Und zwar kann man sich extra EP verdienen durch Kopfschüsse oder andere Sachen. Die bekommt allerdings nur jeder einzelne Spieler, also nicht die komplette Gruppe. Ja, das wäre auch ein bisschen zu viel. Wobei es eigentlich auch gar nicht so verkehrt wäre, weil wenn du zum Beispiel einen Sniper dabei hast, der schießt eigentlich nur auf den Kopf. Da hinten war noch ein Rucksack, sagtest du, ne? Genau. Ja, ich habe mir gerade aus Versehen ein Medikit eingesetzt. Wobei, was heißt aus Versehen, letztendlich war es gar nicht so verkehrt. Ja, zum Schadensbalken komme ich gleich noch, weil ich bin jetzt gar nicht so in die Bedrängnis gekommen. Ja, aber bei mir konnte man es gerade richtig gut sehen, weil ich bin ordentlich am Bluten gewesen. Du bist auch ziemlich gestürmt. Ja, das ist halt das Problem, weil wir es halt schon mal gespielt haben. Ne? Naja, also Vorsicht lasse ich trotzdem noch walten. Dafür habe ich es jetzt ja auch schon zu oft gespielt, um zu merken, dass es auch daneben gehen kann. Ah, die Grafik, die finde ich einfach immer wieder geil. Also hier die Spiegelungseffekte auf dem Boden. Aber okay. Wir wählen die nächste Mission aus. Die gleich in der Nähe ist. Hier kann man jetzt auch sehen, dass die Freunde auf der Karte angezeigt werden. Also zumindest bei mir. Weil der Turks Psycho spielt auch gerade das Tutorial. Oh, tatsächlich. Schönen Gruß an dich, Turks Psycho. Ja, wir wünschen dir viel Spaß. Ja, er ist jetzt nicht mit uns in der Gruppe, aber er wird halt hier auf der Map angezeigt. Und man kann sich dann auch direkt connecten, wenn man denn will. Agent, wir haben von einer Geiselnahme in einer Bank erfahren. Wie es aussieht, gelangen sie durch den U-Bahn-Tunnel ins Gebäude. Sie müssen da reingehen und den Schaden in Grenzen halten. Okay, ja. Eine Geiselnahme. Dann halten wir den Schaden nochmal in Grenzen. Versuchen wir es zumindest. Ja, oder wir verschlimmern es. Wie man es denn nimmt. Und das Lustige ist, ich habe dieses Tutorial ja jetzt schon öfters gespielt. Ich kann mich aber an nichts mehr erinnern. Doch, ich kann mich da eigentlich schon... Leg den Hebel um. Jo. Das sieht auch geil aus hier im Tunnel. Ja, also wie gesagt, die Grafik ist... Also es wird definitiv noch häufiger von mir und ich denke auch mal von Johannes kommen, weil wir echt beeindruckt sind. Ja, also wir haben auch schon, müssen wir ja sagen, einige Spielstunden hinter uns und trotzdem... guckt man sich immer wieder gerne die Umgebung an, weil es einfach wirklich grandios gut gemacht ist. Es hat zwar wohl ein Grafik-Downgrade gegeben, aber nichtsdestotrotz sieht das Spiel absolut fantastisch aus. Ja. Definitely. So. Warnung! Feindpräsenz entdeckt! Schätze, hier war schon wer. Okay. So, wo sind sie? Oh, da vorne. Ah, ist der jetzt rausgeschmissen? Ja, wie man gesehen hat, ich habe die Granate geschmissen. Ja, du hast auch direkt alle ausgemerzt. Oder zumindest. Ja, jetzt sieht man sehr schön das Festgesetz-Symbol darüber. Das heißt, wenn man den unter Beschuss nimmt. Verlassen sie ihre Deckung und lassen sie so laufen. Jetzt habe ich die Granate geschmissen. Aber noch nicht zeigen. Ja, kein Effekt gemacht. Da die Gegner auch gerne mal vor den Granaten einfach abhauen, die blöden Schweine. Gegner neutralisiert. Was aber ja sehr stimmig ist, also die KI, es funktioniert natürlich nicht. Ah, okay, hier ist alles okay. Funktioniert nicht hundertprozentig, aber ist schon sehr gut. Also ich habe, muss ich jetzt dazu sagen, das in einem sehr gut gemacht, Agent. Endlich, oh, vielen Dank. Das war schrecklich. Ich muss so schnell wie möglich hier weg. Ja, und wir müssen so schnell wie möglich rein, denn meistens liegt hier guter Loot.
Ja, eine Kiste kann immer nur eine Person, also muss man hintereinander machen. Bei Taschen und so ist es so, da öffnet einer die Tasche und das Inventar liegt davor. Was ich sagen wollte, ich habe in einigen Berichten gesehen, dass gelesen, dass die KI für den Arsch sein soll. Also dem kann ich nur widersprechen bisher. Ja, weil also ich finde die KI definitiv nicht schlecht. Ja, also ich, da habe ich schon Spiele gespielt, wo das deutlich schlimmer war. Ja, das sehe ich genauso. Ich habe auch viele Berichte gelesen, wo halt drin stand, dass die Spielwelt nicht sehr stimmig ist. Finde ich, kann ich auch überhaupt nicht nachvollziehen, weil wenn man zum Beispiel hier so die Nebensachen einsammelt, die wir später noch sehen werden, finde ich, gibt das sehr wohl ein stimmiges Gesamtbild. Aber ja, es liegt, glaube ich, auch einfach an der Spielweise der Leute, weil, oh hier, die hauen ja auch jetzt ab, unsere geretteten Geiseln. Get us out, ja. Das ist doch, also ich finde es sehr stimmig eigentlich alles. Die Story, die mag vielleicht jetzt nicht unbedingt einen vom Hocker reißen, aber so die Welt ist schon auf jeden Fall atmosphärisch aufgebaut und vor allen Dingen auch glaubwürdig. Ist hier vorne auch noch was? Geht hier auf dem Radar was angezeigt? Ja, hier ist auch noch eine Box. Okay. Ja, auf dem Radar werden die Boxen in der Nähe angezeigt. Haben sie auch geändert, ne? Falls das noch nicht aufgefallen ist. Also gut, die Zuschauer werden es jetzt nicht gesehen haben, aber vorher wurden diese Boxen mit einem anderen Symbol angezeigt, mit einem Munitionssymbol, und das haben sie geändert. Finde ich sehr gut. Also haben Munitionskisten jetzt ein extra Symbol? Nee, die Munitionskisten hatten ja vorher diese drei Striche. Ja, genau. Ja, und das ist jetzt wirklich nur Munition, und diese Kisten haben halt diesen, ich sage mal, Loot-Symbol auf der Karte. Ja, das ist gut, weil man muss ja nicht immer, weil man rennt sich sonst echt einen Ast. Oh, das sieht auch echt, sieht klasse aus. Ja. Ach scheiße, ach herrje, ist die Grafik geil. So, wir müssen zum Safehouse zurück. Ja. So genau. Was ihr übrigens jetzt auch gerade nicht sehen könnt, ihr seid denn, ihr schaltet jetzt euer Handy an, während ihr dieses auf eurem Laptop guckt. Bei Andreas ist es hell, während es bei mir dunkel ist. Echt? Ja. Stimmt. Ja gut, das ist natürlich jetzt ein bisschen bescheuert. Seht ihr nicht? Ja, aber das ändert sich auf jeden Fall, wenn wir demnächst Brooklyn verlassen. Ja, und zum richtigen Krisenherd kommen. Genau. So, Safehäuser kann man übrigens, wenn man in der Nähe ist, immer ganz gut daran erkennen, da sind diese Symbole irgendwo an die Wand gesprayt. Weil, die hier meint der Johannes. Genau, weil man sieht ja später nicht immer, wo die Safehäuser sind. So weiß man nun, da ist etwas. Gut, gehen wir zurück an unseren Anfangsort und werden halt Bericht erstatten bei dem JTF-Officer. Ähnlich wie bei anderen MMOs mit den Bases, wo man dann wieder zurück muss. Fantastische Arbeit, Agent. Sie haben gerade noch den Deckel draufgekriegt, bevor es überkochen konnte. Wir alle danken Ihnen. Was Sie getan haben, bedeutet mir persönlich sehr viel, da ich mein ganzes Leben in Brooklyn verbracht habe. Sieht gar nicht aus wie einer, der in Brooklyn gewohnt hat. Hätte ich jetzt eher auf eine schwarze Persönlichkeit getippt. Aber auch Ausnahmen bestätigen die Regel. Ja, ich hole mir nochmal ein bisschen Munition wieder nach. Das mache ich dann auch, weil das jetzt irgendwie bei mir verbuggt ist. Ich kann keine Munition aufheben. Nee, die Box wird mir auch gar nicht mehr angezeigt. Aber okay. Ich gehe einmal aus dem Safehouse rausgucken. Vielleicht kann man. Ist ja auch nicht so schlimm. Sonst ich habe aber kaum noch Munition für meine MP. Das finde ich scheiße. Das will ich nicht. Und da kann man den Zuschauern ja auch zeigen, natürlich ist nicht alles perfekt. Ja, es ist ein Open-World-Spiel, das ist ein großes Open-World-Spiel, aber ja, wir müssen sagen, dafür funktioniert schon sehr gut alles hier. Ja, bei mir geht es immer noch nicht, ist auch egal. Ja. Shit happens, kann mal passieren, finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Also die Bugs, die mir bisher aufgefallen sind, das waren alles so kleinere Bugs. Bis auf einmal hatten wir das in einer Mission, wo wir den Loot nicht aufsammeln konnten, was ultra kacke war. Ja, das war wirklich scheiße, weil da war die ganze Mission quasi umsonst. Ja, und Kutsche, mit dem wir schon zusammengespielt haben, also mein Mitbewohner, der konnte ungefähr 4 Tage lang nicht die U-Bahn betreten, weil er jedes Mal, wenn er in die U-Bahn gekommen ist, direkt durch die Wand geglitscht ist und ja, unter der U-Bahn quasi war. Und das jedes Mal, egal welche U-Bahn er betreten hat.
Ja, Jones hat heute auch erzählt, er ist auch schon komplett unter die ganze Karte geglitscht und konnte da einfach rumlaufen und Leute wegmetzeln. Also das Gruß auch an dich. Ja, auch von mir. Das mit dem Loot einsammeln, das hatte ein Arbeitskollege von mir auch schon. Der, schönen Gruß an dich, Patrick. Der konnte auch in einer Mission die Sachen nicht einsammeln. Ja, aber das ist gut. Nämlich sehr ärgerlich. So, Revierbelagerung. Nein, nein. Ich brenne. Ich brenne. Ich brenne. Durch die Flammen gelaufen. Agent, bringen Sie das Revier wieder unter Kontrolle. Verlieren wir es. Verlieren wir Brooklyn. Ja, der ist, Bullen wieder, ist halt heiß. Sie nähern sich Ihrer Position. Ja, die halten schon wieder mehr, deutlich mehr aus. Ja, sind ja jetzt noch Level 3. Wir haben Bewegungen auf dem Dach. Ich glaube, die haben Granaten. Ich glaube, die haben Granaten. Dann machen wir die auf dem Dach dazu. Hey, der steht mit seiner eigenen Granate. Das finde ich wirklich sehr geil, dass man die Leute mit den Granaten beim Werfen hindern kann. Ja, zumal man kann die Leute an allem hindern. Das ist ja nicht nur beim Granatenwerfen. Die werden auch auf Sniper treffen und wenn man sie im richtigen Moment trifft, dann weichen die auch zurück. Aber sieht man sowieso an den Spielern oder an den NPCs sowieso allgemein sehr gut, dass sie zurückweichen. Schießt man denen ins Bein. Hier Division Command. Ja, genau, wir haben einen Agenten zur 84. geschickt, aber alle Eingänge sind blockiert. Division, das ist die beste Nachricht seit Monaten. Kommen Sie von hinten über das Parkhaus. Verstanden, Agent? Da geht's rein. Los. Ja, also das finde ich schon sehr gut, dass sie dann zurückweichen oder schwanken. Die NPCs, die mit einem kämpfen, kämpfen übrigens auch wirklich mit einem und werden auch von den anderen beschossen. Okay, jetzt lass uns... Oh nein, da kommt schon einer. Ja, der Gegnertyp gerade, der mit dem Basic angekommen ist, oder die allgemein die Nahkampfgegnertypen, sind die schlimmsten Nahkampftypen. Und hier muss man wirklich aufpassen. Sie machen sehr viel Schaden und man muss ja auch irgendwie da noch wegkommen. Ja, die Schlimmsten werden wir noch zeigen. Wie gehen jetzt noch? Meiner Meinung nach. Da konnte man jetzt auch schön sehen, der hat sich auf Johannes konzentriert. Ja. Und ich bin einfach um den Wagen gelaufen und habe ihn von der Seite weggewämst. Warte noch mal bitte kurz, ich will noch mal eben jetzt meine Munition auffrischen. Genau das muss ich nämlich auch. Also hier steht noch eine Box, ne? Ist das jetzt eine All-Ammo-Box oder was ist das hier? Hä? Hier ist der, hier, so ein bekackter Rucksack. Achso, der steht, der steht hier um die Ecke. Ich stand jetzt gerade so, ich habe mich gerade schon gewundert. So eine Box habe ich noch nie gesehen, die man öffnen kann. Ja, also für mich war da, entweder war für mich nichts drin oder ich habe, Ja, bei mir ist voll das Inventar. Also ich glaube, da ist jetzt meistens Erste Hilfe drin, habe ich aber voll. Sieht man unten an dem Symbol unter der Lebensanzeige, links Granaten. Kann ich irgendwo eben zeigen? Oh, nee, oder auch noch nicht. Wollte ich eigentlich machen. Du hast wenig Leben. Alles noch im grünen Bereich. Bin noch nicht im letzten Balken. So, die sind auch schon wieder weg. Hier ist jetzt aber noch wieder so eine Munitionsbox. Irgendwo wird mir die angezeigt. Die ist im Haus. Ach so. Okay, ja. Die habe ich schon des Öfteren hier suchen müssen. Oder gesucht. So, gehen wir ins Haus. Und hier ist auch nochmal so eine Munitionsbox. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Ja. Hat funktioniert. Kommst du nach, oder was? Ich komme nach. Okay, lass uns erstmal Position nehmen und dann... Man kann sie also vorher markieren, wenn man sieht, wenn ich da länger drauf halte. Ich hab eine Granate geschmissen. So. Alles klar. Was ich allerdings ein bisschen blöde finde, weil ich habe die Granate eigentlich so geschmissen, dass er mich nicht, unbedingt hat sehen können. Ja, das funktioniert nicht immer 100% hoch mit dem Wegbleiben.
man auch sagen sollte, man muss wirklich heftigst triggern hier bei dem Spiel. Wenn man gedrückt hält, verreißt die Waffe ohne Ende. Wobei da ist, was ich auch gut finde, natürlich auch auf die Waffe drauf ankommt. Also einige Waffen sind da nicht so empfindlich wie zum Beispiel ein Maschinengewehr, was total verreißt. Ja, man kann sich auch später Griffe und so unter die Waffe setzen, das sehen wir dann aber noch. Was man gerade auch schön gesehen hat, man kann die Umgebung mit benutzen. Ich habe gerade hier einen Benzinkanister explodieren lassen, was der Gegner gar nicht gut fand, der nämlich direkt darauf in Flammen aufgegangen ist. So, wieso kann ich denn jetzt hier nicht rein? Wo kannst du nicht rein? Ich konnte hier gerade nicht fürs Fenster springen, das habe ich aber auch öfter schon jetzt erleben müssen. Hier ist ein Explosivgeschoss drin und das können wir dann noch eben erklären, dann kann ich das auch eben mit den Granaten zeigen. Es gibt ein Rad, was man drehen kann. Warte, dann mache ich das auch. So. So, und da kommt man quasi ins Granatenmenü und hier kann man nun auswählen, welche Granate man ausrüsten will. So, ja gut, habe jetzt nur die Splittergranate. Ja, ich habe zum Beispiel jetzt nur eine Blendgranate. Ja, da kann man halt auswählen. Dann gibt es noch ein anderes Rad, was man auswählen kann. Hier sind Verbrauchsgüter. Da kommen wir auf jeden Fall noch später zu. Und Munition. Man kann Brandgeschosse aussuchen oder Explosivgeschosse. Da kommen wir auch später zu. Aber dann habt ihr es jetzt auf jeden Fall schon mal gesehen. Was ja, und das Wichtigste, was Johannes natürlich jetzt mal wieder vergessen hat, ist das letzte Radmenü. Und zwar die Emotionen oder die Bewegung, die man machen kann. Zum Beispiel den Ampelmann. Und das finde ich total klasse, dass du das machst. Und deswegen kriegst du erstmal einen Applaus. Einen Applaus dafür. Ist halt, um sich ein bisschen zu verständigen mit Leuten, die jetzt nicht unbedingt ein Headset aufhaben oder auch nicht unsere Sprache sprechen. Oder um einfach die Langeweile zu vertreiben und Faxen zu machen. Genau. Bist du da? Ja. Ja. Locker Room. Warnung, Feinde in der Nähe entdeckt. Gut. Hier ist noch wieder ein Spind, den wir öffnen können. Da ist jetzt zum Beispiel mal eine Nahrungsmittelkonserve. Ja, die hatte ich auch drin. Oh, die Entdeckung. Ja, das Deckungssystem ist sehr, sehr gut hier. Also. Also manchmal habe ich auch das Gefühl, dass sie wirklich nicht schießen. Oder hatten die dich gerade nicht hier? Boah, kann ich dir nicht sagen. Also, eigentlich ist es manchmal so, dass sie aber aus unmöglichen Entfernungen ziemlich gut schießen können. Oh, was war das? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Boah, fuck! Was war da? Ach, du hast den Dings abgeschossen. Genau. Du Schweinepriester, du. Hier ist noch eine Box. Ja, man muss schon relativ nahe dran stehen, damit das angezeigt wird. Ja, genau, also man automatisch muss ein bisschen auf was durchsuchen und genau, einem wird nicht sofort alles in den Arsch geschoben. Ja, es geht ja auch darum, Loot zu suchen und so sieht man auch viel von der Umgebung. Wie man sieht jetzt hier das Polizeirevier, was auch ziemlich heruntergekommen ist. Ja, es ist alles sehr authentisch. Also die haben New York wirklich, finde ich, grandios gut nachgestellt. Ja, ich benutze die Tastatur, ne? Mach das. Befreien wir die Geiseln. Hey, vielen Dank, dass Sie da waren. Ich weiß nicht, wo Sie herkommen, aber ohne Sie wären wir geliefert gewesen. Danke. Ja, ja. Das sagt ihr nachher noch häufiger zu uns. Aber wahrscheinlich nicht immer die gleichen. Und wenn sie die gleichen sind, sind sie ziemlich dämlich, dass sie sich immer wieder gefangen nehmen lassen. Müssen wir denn jetzt in die Betrüger? Ach, hier. Ja, da hat sich gerade auch gleichzeitig eine Tür mit geöffnet. Ach, da bin ich gerade mal wieder schön vorbeigelaufen. Ja, bei den Rucksäcken, wie man sieht, Andreas öffnet sie und mir wird sie angezeigt. So, das erste Hilfe habe ich voll. Nehmen. Wollte ich gerade sagen, für dich lohnt sich das dann, das einzusetzen, weil er einen Balken verloren hat. Ja, wie man sieht, die Lebensanzeige besteht aus 3 Balken. Gut, ich hatte jetzt... Wird sich auch nicht im weiteren Spielverlauf ändern. Also man kriegt nicht irgendwie mehr Balken dazu, wie in so vielen anderen Spielen. Ja, genau. Und gut, das ist bei mir jetzt gerade noch nicht passiert. Ich kann es aber am besten jetzt dann trotzdem schon erklären, wenn wir schon gerade drüber reden.
wenn man getroffen ist und man ist noch im ersten Bereichsbalken, dann kann man am besten in Deckung bleiben, weil der sich wieder aufbaut. Ist man im zweiten Bereichsbalken schon, dann ist der dritte quasi erstmal verloren. Finde ich eigentlich auch ganz gut, man muss darauf achten und sich auch seine Heilvorräte und so einteilen. Was ist das denn hier? Achso, das sieht aus, als ob hier, wie heißt die noch, die Darstellerin, die hat auch bei Star Trek mitgespielt und so, hier, das ist Sister Act. Whoopi Goldberg, als ob sie hier gerade schön an einer Bong sich einknispelt und da steht dann Get Frosty. Okay, soviel dazu, also die Immersion der Spielwelt, ganz gut gelungen. Hier ist ein Kühlschrank, da werden wahrscheinlich irgendwelche Nahrungsmittel drin sein. Ja, genau. Hier auch noch eine Nahrungsmittelkonserve. Also das finde ich auch gut, dass die Sachen, dass man die man hier finden kann, nicht total bescheuert verteilt sind. Ja genau, also es passt so. Man findet jetzt im Kühlschrank keine irgendwelche Klamotten. Feinde in der Nähe entdeckt. Kommst du? Ja, ich hab's gehört und bin auch schon wieder ein bisschen vorsichtiger. Wir sollten uns überlegen, wo wir als nächstes zuschlagen. Ach da. Warte. Hast du einen? Noch nicht. Ich bin noch gar nicht da. Warte, ich geh nur einen vor. Ja, ich könnte kurz jetzt warten. Den Link vertragen. Ja? Jetzt. Ich nehme den vorderen. Okay, ich nehme beide. Hä, ja, wieso beide? Einen habe ich doch weggehabt. Ja, ich habe doch gesagt, ich nehme den vorderen. Unterwegs. Ja gut, Missverständnis, scheißegal. Passiert. Wie man gerade gesehen hat, hat der Gegner mich auch außer Acht gelassen und ist einfach an mir vorbeigelaufen. Ja, weil ich wahrscheinlich mehr Schaden an dem schon gemacht hatte. Das ist das mit dem, ja, kommen wir auch noch zu, mit dem Drohungssystem, was wir glauben. Weil das irgendwie, das ist glaube ich noch nicht so ausgeklügelt. Genau, jetzt sieht man auch, dass ich eigentlich ganz gut an Leben verloren habe. Das heißt, ich bin jetzt schon einiges runter. Und irgendwas hat mich gerade so derbe getroffen. Das ist gerade tatsächlich sehr knapp geworden. Wie man sieht, die Gegner agieren aber genauso wie wir. Und versuchen uns auch zu umlaufen. Also wir sind von vorne in Beschuss genommen, während von links und rechts welche gekommen sind. Also, okay, von links. Deswegen verstehe ich ja auch nicht, was die meinen mit Kanüse, Scheiße, ja. Oh, irgendwo hier ist einer. Jammich. Hä? Ja. Gut, das ist wahrscheinlich Geschmackssache. Spielertester sind auch nur Menschen, haben verschiedenen Geschmack. Ja. Aber ich finde es jetzt nicht. Ja. Also, ich find, wie gesagt, ich finde die KI auch vollkommen in Ordnung. Also, wenn ich mir da andere Spiele angucke, à la WoW. Oder Diablo oder so. Also wie gesagt, die WoW ist das eigentlich der bessere Vergleich, weil es halt wirklich auch ein MMORPG ist. Die versuchen einen zu umlaufen, also wie gesagt, ich kann es nicht ganz nachvollziehen, aber okay, jeder ist ja anders. Hier ist ein Büroschrank. Da hat sich einer seinen Whisky versteckt. So, wollen wir weiter oder musst du noch was untersuchen? Nee, ich wüsste jetzt auch nicht. Gut, weiter. Wenn irgendwo was ist, gehen wir weiter. Ich will ballern! Auf unserer Seite sind. Schlag den Abschaum zurück! Hier ist nochmal eine Munitionskiste. Okay. Ja, also Munition geht bei mir echt immer gewaltig drauf, ey. Ja, das liegt bei mir aber natürlich auch meinen Schießkünsten. So, are you ready? Yes. Schlag den Abschaum zurück! I'm ready to rumble. Suchen wir den Anführer. Oh, oh, oh. Granate. Oh ja, genau. Jetzt sieht man ganz gut, wenn die auf unsere Granate werfen, wie das angezeigt wird. Ich bin natürlich jetzt voll reingelaufen. Boah, Alter. Hast du eine Granate hingeschmissen? Nee. Da habe ich irgendwie eine Granate von seinem Granatengürtel oder so getroffen, weil der ist einfach vor mir in der Luft geflogen. Wie man sieht, das Deckungssystem ist sehr gut. Man kann wirklich weitere Gegner unterwegs. Von Deckung zu Deckung. Ja, große Wege zu gehen. Ja, jetzt hat man das bei dir gerade auch gesehen, das hatte ich gerade nämlich auch. Wenn allerdings einer von uns schon in der Deckung drin ist, klappt es natürlich nicht. Klappt es nicht so gut. Was trifft mich da denn die ganze Zeit? Explosionen sehen übrigens auch richtig gut aus. Ey! Alter, stirb, Junge! Nein, jetzt bin ich natürlich mich auch noch nachladen. Danke! Ich
kriegst schon wieder nicht hin zu triggern, ne? Ey, ich steck. Boah, wow, das war sauknapp. Ja, da vorne steht der Ripper. Ja, mit dem Triggern, ja. Andreas und ich sind nicht die ruhigsten Spieler, das heißt, wir lassen uns schnell aus der Fassung bringen und in solchen Momenten wie jetzt auch mal ja, ablenken oder dazu neigen, dass wir dann doch nicht triggern, was wir eigentlich jetzt hier tun sollten. Entschuldigung, dass ich dazwischen rede, aber bei dem Ripper sieht man jetzt diese weißen Balken, die da oben drüber jetzt eigentlich komplett waren und mittlerweile weg sind. Das ist seine Rüstung, die wir erstmal wegschießen müssen, bevor wir überhaupt an seinen Lebenspunkten quasi arbeiten. Genau, das sind dann quasi Elite-Gegner. Das sind dann quasi Elite-Gegner, die dann auch einen Namen haben. Ja, das ist aber noch wieder ein Unterschied, ne? Das gibt ja auch welche, die gelb sind und Rüstung haben und keinen Namen haben. Also die, da, wenn die Namen haben, sind die dann nochmal ein Ticken. Ja, genau. Härter, sag ich mal. Ja, hier ist jetzt auch nochmal Blut in einer anderen Seltenheitsstufe, aber das erklären wir nachher noch. Ja, das andere, das sind Statisten, die einfach nur von uns weggeschossen werden. So, wir müssen andere Richtung. Ja, ich wollte gucken, aber das ist auch eine Etage tiefer. Genau. Deswegen auch ein bisschen doof, dass sie das dann so gemacht haben, aber okay. Ja, gut, das könnte man jetzt dann eigentlich auch erklären. An den Sachen, die auf der Karte angezeigt werden, ist entweder ein Pfeil oder so ein Punkt und ein Strich dran. Entweder oben drüber oder unten drunter. Wenn der unten drunter ist, ist das eine Etage weiter oben. Und wenn er oben drüber ist, ist das eine Etage weiter unten. Damit man dann nicht allzu lange suchen muss. Weil wenn man dann in einem Haus ist oder so, dann kann das natürlich durchaus mal sein, dass man die ganze Zeit sucht und das nicht finden würde. Ja, wir haben die ganze Name beendet, den Ripper zur Strecke gebracht. Brooklyn ist stabilisiert. Manhattan ist eine andere Geschichte. Aber sehen wir selbst. Es sind jetzt noch ein paar mehr Agenten bei mir. Wir treffen uns mit Agent Lau und fliegen zusammen. Commander Chang, Ende. Ja. Da haben wir jetzt die Mission bekommen. Auf nach Manhattan. Genau, Brooklyn ist erstmal gesichert. Einfach aus dem Weg. Und nun kommen wir ins wahre Krisengebiet. Das Tutorial ist quasi abgeschlossen und wir beiden begeben uns nach Manhattan. Erstmal laufen wir noch eine Runde. Und laufen. Ich kann auch schnell laufen, aber ich wollte eigentlich, dass du relativ zeitnah mit da bist, was wir sowieso müssen, weil sonst können wir gar nicht starten. Und go. Da drüben. Hinter dem Gebäude ist eine Bar. Der beste Whisky Sour von Manhattan. Falls wir die Stadt retten, spendiere ich einen Drink. Sorry. Wenn wir sie retten. Ah, da kommt er. Der Rest von uns sitzt in diesem Heli. Unglaublich, dass es jetzt wirklich soweit ist. Dann los! Willkommen, Agent. Ah!